Hi YouTube, heute melde ich mich wieder zurück mit einem weiteren Headset-Test, wieder von JBL und wieder mit Bezug aufs Gaming. Ob das in dem Fall von Nachteil sein kann, das schauen wir uns mal an. Vor kurzem hatten wir die JBL Quantum TWS im Test und ich verlinke euch den Test auf jeden Fall in den Shownotes und eventuell auch hier im Video. Die Quantum TWS waren In-Ear-Buds, doch auch Over-Ear hat JBL in der Quantum-Serie was am Start. Das Quantum 810 tritt an, um auch am PC und an den Konsolen eine gute Figur zu machen. Schauen wir aber erstmal, was das Headset so mitbringt. Wir haben da zum einen den 2,4 GHz Dongle, mit dem wir verbinden können. Außerdem verbinden wir über Bluetooth oder über Klinkenkabel. Klinkenkabel liegt bei mit Lautstärke, Mute-Taster und ist gesleeved, ebenso das Ladekabel. Außerdem legt JBL noch so einen Beutel mit bei, da könnt ihr euer Headset nicht reinschmeißen. Packt euer Headset einfach beim Transport in den Karton, wird dann ein bisschen klobig, aber ist geschützt und kommt sicher an. Unterwegs von A nach B solltet ihr das Headset eh nicht benutzen, also das legt auf jeden Fall die Konfiguration nahe. Zum einen habt ihr ein fest verbautes Mikrofon, das kriegt ihr nicht ab. Und die bekommen wir noch, RGB-Beleuchtung können wir nicht am Gerät selber aus- und einschalten. Entgegen den JBL Quantum TWS funktioniert die Handy-App nicht mit den 810ern, bekommt keine Connection und könnt somit die Features wie Equalizer einfach nicht benutzen. Das eingebaute Active Noise Cancelling funktioniert dann trotzdem, aber eigentlich Headset einpacken, zum Kumpel fahren, auspacken, zocken. Das ist meiner Meinung nach der Haupteinsatzzweck. Oder halt zu Hause. Eigentlich ist das recht schade, weil wir optisch relativ schick und elegant unterwegs sind, aber es stört halt das Mikrofon. Die nicht deaktivierbare RGB-Beleuchtung, um Strom zu sparen alleine ja schon. Und wenn man sich überlegt, auf der Straße kommen man mittlerweile Katzenohren entgegen, da wäre das außen nur wirklich machbar gewesen. Allerdings kommen auch PlayStation 5 und Co. nicht in den Genuss der Zusatzfunktion dieses Headsets, jetzt außer Active Noise Cancelling, das kann ich ja einfach deaktivieren oder aktivieren. Das ist nur halb so schade, gerade in der neuen Generation der Konsolen haben die Hersteller eigene Sound Engines eingebaut. Die machen das dann schon ganz ordentlich und sind auch kompatibel mit diesem Headset. Steuern lässt sich das ganze Gerät dann relativ einfach. Wir haben zwei Regler, einmal die allgemeine Lautstärke, also Overall, und einmal den Mix zwischen Game und Chat. Außerdem Active Noise Cancelling an, aus, den haben wir hier oben. Und zum Pairen haben wir auf der anderen Seite ein bisschen ein paar Taster, Ein- und Ausschalter und die Bluetooth-Pair-Taste. Außerdem hier den Ladeport, den Port für die Klinke und hier haben wir noch den Mute-Taster für das Mikrofon. Was nun aber der Mute-Taster genau machen soll, weiß ich nicht genau, weil wir haben an dem Mikrofon die obere und die untere Position und ab irgendwo der Höhe hier oben ist es dann auch deaktiviert und wird hier mit einer roten LED angezeigt. So soll es dann relativ selten passieren, dass ihr euch mutet und dann weiter quatscht, aber noch gemutet seid, weil ihr seht ja eigentlich die rote... Nein, seht ihr nicht. Seht ihr? So, und schon korrigiere ich mich einfach. Wenn das Headset, wenn der Bügel hier oben ist, dann habt ihr den nicht mehr im Blick. Ja. So, ich sehe den nicht. Ich sehe den so hier und hier unten, wenn ich so hinschiele. Okay, wenn es leuchtet, sehe ich es. Aber hier oben sehe ich den nicht. Demnach unten lassen, auf die LED achten, die jetzt grün wäre. Muten und dann wird sie rot. Das einfach nur schnell, ja, hier, da und da. Irgendwas zum Putzen sagen. Und damit bleibt der Schalter, wo er ist und sorry. Bei der Bauweise setzt JBL vollkommen auf Plastik. Also rundherum überall Plastik, Plastik, Dorf, Plastik, Plastik, Plastik. Glänzendes Plastik, leuchtendes Plastik. Fühlt sich aber trotzdem nicht billig an. Also wir haben hier Gewicht und im direkten Vergleich war das JBL 810 sogar 50 Gramm oder so schwerer als der schwerste Konkurrent, den ich gerade da hatte. Dazu kommen wir dann aber gleich noch. Weiterhin geht's, wir haben Schaumstoff weiter an den Ohrmuscheln und in den Ohrmuscheln selber ein Mesh, der die Treiber schützt. Der Bügel selber ist ebenfalls aus Plastik und hier haben wir das Kabel, ist schön gesleeved. Also das passt soweit schon. Nachteilig und vorteilig kann sein, dass wir hier eine glatte Oberfläche haben. Wenn es mal wärmer wird, kann man darunter schwitzen. Der Vorteil gegenüber Stoff ist aber, dieses Kunstleder kann ich abwischen. Stoff müsste erstmal trocknen. Weiter geht es dann mit den Hörern selber. Die kann ich, wenn ich es um den Hals legen möchte oder verstauen möchte, drehen. Das ist heutzutage relativ Standard.
Außerdem haben wir natürlich die RGB und zwar einmal haben wir in dem Falle den Ring außen und die beleuchtete JBL-Logo in der Mitte, die separat gesteuert werden können, parallel dann links und rechts zusammen. In der PC-Software, die wir uns dann noch anschauen werden, könnt ihr das einfach konfigurieren. Ihr könnt auch bestimmte Blinkmuster und Farbverläufe eingeben. Da seid ihr schon relativ frei, was das Design der RGBs angeht, was ihr aber eh nicht seht. Bei den reinen Funktionen schieben wir aber jetzt mal Active Noise Cancelling an den Anfang. ANC funktioniert, aber eventuell nicht so gut und so stark, wie es funktionieren müsste. Auch hat man in der Regel so ein leicht komisches, flaues Gefühl im Ohr, wenn Active Noise Cancelling richtig greift. Also insbesondere dann, wenn eine große Umgebungslautstärke herrscht und Active Noise Cancelling dann greift. Das verschwindet dann auch erst, wenn man dann selber Musik aufspielt. Das Gefühl vermisse ich hier so ein bisschen. JBL wirbt damit, also ein Active Noise Cancelling für Gaming-Situationen entwickelt zu haben. Die Frage ist, was ist eine Gaming-Situation? Ich stelle mir das so vor, ich bin ein jüngeres oder einfach ein Geschwisterkind und bin in meinem Zimmer und bin irgendwann am Zocken und meine Geschwister kommen rein und sind laut und kloppen sich und keine Ahnung. Oder ich sitze als Erwachsener ja auch im Wohnzimmer und zocke irgendwie und dann kommen die Kinder rein und rah und dann, ja, also laute Stimmen, irgendwie Gekreische ab und zu mal und ja, außerdem natürlich noch das PC-Geräusch. Das sind so die Situationen, in denen Active Noise Cancelling im Gaming greifen sollte. Hierbei macht der 810er keine allzu gute Figur. Also alles ist so ein bisschen gedämpft, alles ist ein bisschen leiser, aber nicht weg. Das ist die Nummer. Ich habe das 910er auf der Gamescom auf dem Kopf gehabt und muss sagen, ich habe jetzt den Messevergleich nicht mit dem 810er. Aber beim 910er war die Messe weg. Also ich habe es aufgesetzt und stille. Und das war schon beeindruckend. Und das haben wir hier definitiv nicht gegeben. Wir legen beim 910er aber auch noch mal knapp 100 Euro drauf. Was auch noch wichtig ist, wäre das Tastaturgeräusch. Ich habe eine mechanische Tastatur, die ist relativ laut, wie normal. Und die Tastaturanschläge werden wesentlich leiser und werden gut gedämpft, verschwinden aber nicht ganz. Und hier kann man dann auch so die Steuerung so ein bisschen beobachten, wenn ich eher links oder eher rechts tippe. Und das Geräusch also eher von links oder von rechts an die Kopfhörer dringt, an die Active Noise Cancelling Mikrofone oben auf den Ohrmuscheln, dann merkt man schon, dieses, wie ich gesagt habe, dieses flaue Gefühl so leicht, dieses Gefühl im Ohr, und zwar mal stärker rechts, mal stärker links, je nachdem, wo ich gerade tippe. Also das Einzige, was nun relativ wirklich gut verschwindet, ist mein PC. Der ist aber nun auch kein Mixer oder Staubsauger, den wegzumachen, schaffen ja schon fast alleine die Polster an sich, die ja auch gut abdichten. Meine Tests mache ich erstmal immer ohne Sound, also ohne Musik, ohne Game, ohne alles, nur den Kopfhörer und gucken, wie sich gerade Active Noise Cancelling um die allgemeine Umgebung kümmert. Und das Ganze ist dann wesentlich vergleichbarer. Das Gefühl verschwindet dann aber auch relativ gut. Also, wenn ich nur Musik abspiele, dann ist das eh überdeckt. Das überdeckt dann aber auch nochmal einige Umgebungsgeräusche. Die dichten also ganz gut ab und fühlen sich so auch gut bequem an. Bleiben wir direkt beim Komfort. Wie ich bereits erwähnte, die JBL schlagen sich im direkten Gewichtsvergleich jetzt nicht ganz so perfekt. Die sind ein bisschen schwerer als die nächstschwere Konkurrenz, die ich auch hier hatte. Trotzdem merkt man sie eigenartigerweise kaum. Ich habe die mal zum Testen meiner Freundin gegeben und auch die anderen Headsets und die haben wir alle mal aufgesetzt. Gefühlt war das JBL 810 am leichtesten. Das spricht einfach für den Tragekomfort, wie sehr man das Headset auf dem Kopf merkt. Gaming-Session, einer langen Musik-Session steht nichts im Weg. Jetzt aber direkt zum Elementarsten des Headsets. Wie ist der Sound? Den kann ich euch nicht zeigen, aber versuchen zu beschreiben, wie ich den so erlebt habe. Ich habe die 810er natürlich an allen möglichen Endgeräten getestet. Switch, Steam Deck, am Fernseher, an der PlayStation 5, am PC und am Handy. Und überall machen die eigentlich eine richtig gute Figur. Also gerade was Musik auch so angeht, auch so eine Basslastigkeit bei Spielen ist einfach gegeben. Da ist schon Wumms hinter. Ich muss wieder dabei sagen, ich teste die ganze Nummer eigentlich immer ohne Equalizer. Das heißt, out of the box. Wie klingen die jetzt? Dann ist auch alles vergleichbar. Wie gesagt, die Software ist auf der Konsole oder am Handy nicht verfügbar. Die Vergleichbarkeit muss halt gegeben sein. Außerdem natürlich auch die Vergleichbarkeit zu anderen Headsets. Und dann wiederum am PC, da können die 810er mit ihrer Software angeben. Die Software kennen wir schon von den Quantum TWS. Die ist relativ leicht aufgebaut. Wichtig anzumerken ist hier als allererster Punkt, ihr dürft nur einen Dongle am Rechner eingesteckt haben. Ich hatte jetzt noch den TWS-Dongle eingesteckt und wunderte mich, warum die 810er so gar nicht erkannt werden. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, abgezogen, den neuen Dongle reingesteckt und die waren sofort verbunden. Was natürlich auch wieder anliegt, genau wie bei den Quantum TWS, da ich meinen Sound über Voice Meter route, muss ich in den Einstellungen erstmal die Exklusivsteuerung ausschalten, dann läuft es auch mit Voice Meter. Und wie gesagt, nach jedem Update
einmal neu machen, weil Windows vergisst sowas. Das Problem war bekannt, konnte ich also schnell lösen. Habe dann auch gleich mal getestet, wie viele Verbindungen ich mit dem Headset aufnehmen kann. Und ich glaube, 4 Stück sind irgendwie möglich. Also ich kann über PC verbinden über 2 Audiokanäle. Einmal der Voice-Kanal für den Chat, einmal der normale Game-Kanal für den Overall-Sound. Außerdem kann ich dann direkt gleichzeitig verbinden über mein Smartphone mit Bluetooth. Und kann noch zusätzlich die Klinke einstecken und noch ein Gerät anspielen. Ich habe da also alle Möglichkeiten, die mir irgendwie Kreativität erlauben, um alles einzustellen, wie ich möchte. So kann ja der Chat eventuell über das Audio vom Handy kommen. Ich höre aber dann über meinen Voice-Kanal am Headset, wo ich ja dann auch den Mix einstellen kann, Musik. Die Lautstärke regelt ihr jeweils an den Endgeräten, außer jetzt vom PC. Also alles, was über den Dongle kommt, wird am Gerät selber eingestellt. Wie gesagt, Mix und Lautstärke. Wie gesagt, Dongle einstecken und das Headset läuft sofort in die Software. Die schauen wir uns dann auch nochmal kurz an und wir sehen direkt in der oberen Leiste, wie ist der aktuelle Status, wie ist der Ladezustand, habe ich gerade ein Surround aktiv, habe ich Active Noise Cancelling an, ist mein Mikrofon gemutet, alles kann ich direkt überblicken. Zum Active Noise Cancelling kann ich noch die Talk-Through-Funktion aktivieren, dann wird die Lautstärke vom Headset einfach komplett runtergestellt und die Umgebungsgeräusche werden über die Mikrofone ans Ohr geleitet, um da mal kurz ein Gespräch zu führen. Weiter geht es dann auch direkt mit dem Equalizer. Da habe ich verschiedene Presets, die kann ich einstellen. Flat ist in dem Falle das Normale, also das komplett ausgeglichene Preset. Bisschen Grenzen könnt ihr mit dem Equalizer auch so ein bisschen cheaten, sag ich mal. Ihr könnt Schritte hervorheben, Schüsse hervorheben, etc., je nachdem, was für Spiele ihr spielt, aber nur in Grenzen. Da gibt es detailliertere Software, mit denen ihr die Frequenzen wesentlich besser herausarbeiten könntet. Direkt danach wird dann auch die Beleuchtung eingestellt. Wie gesagt, die RGB-Beleuchtung getrennt in Logo und Ring. Parallel jeweils fürs gesamte Headset, also für beide Seiten. Natürlich gibt es dafür auch Presets mit schicken Leucht- und schicken Blinkeffekten. Schaut euch da einfach mal um. Interessanter wird es dann natürlich unter dem Punkt Raumsound. Den Surround Sound könnt ihr per se erstmal ein- und ausschalten, könnt dann aber auch direkt auswählen zwischen DTS Headphone X2 oder dem hauseigenen JBL Quantum Surround. Ich versuche da mal zu beschreiben, wie die ganze Nummer so klingt. Sowohl DTS als auch die JBL Engine erhöhen per se erstmal die Lautstärke. Beide bilden daraufhin einen größeren Raum, in dem sich die Objekte bewegen. Dabei legt DTS mehr Wert auf Größe und Volumen. JBL halt eher auf Klarheit, auch Volumen, aber deutlicher, weniger Hall. Ist das irgendwie verständlich? Ich hoffe. Daran finde ich halt gut, dass ich nicht einfach irgendeine Technologie vorgesetzt bekomme, sondern auch die Wahl habe und dann wieder nach meinem Anspruch oder nach meinem Empfinden entscheiden kann. Die dritte Möglichkeit ist dann natürlich Surround aus und für viele Spieler ist dann auch eine valide Möglichkeit, einfach weil sie die eigene Engine des Spiels nutzen möchten, wie Steam Audio oder weil sie einfach Musik hören wollen. Wie bei den TWS müssen wir natürlich auch erstmal in die Windows-Einstellungen und 7.1 Surround aktivieren, danach funktioniert es aber sofort nach dem Windows-Update, wie gesagt, einmal neu. Dauert aber nicht lange, ist easy und nochmal in der Software als Videolink erklärt. Gegen Ende wird es eher unspektakulär, wir kommen zum Mikrofon. Mikrofon kann ich ein- und ausschalten. Unter Systemsoftware kann man dann noch die Treiber und auch die Firmware des Gerätes updaten, sieht Informationen und auch die Sprache einstellen für die Software. Ja, unter Hilfe bekommt ihr nochmal Hilfe, aber braucht ihr nicht, weil die Software ist echt easy zu bedienen. Kommen wir auch langsam zum Ende. Vorher aber hören wir uns nochmal an, wie das Mikrofon des 810er klingt und lassen wir uns mal überraschen. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Ja, wie zu erwarten. Hier kränkeln sie alle. Niemand verbaut aber auch eine 200-Euro-Kapsel in ein 300-Euro-Headset oder überhaupt. Eventuell haben wir irgendwann so ein 500-Euro-Headset oder wir finden einfach so ein Headset mit einem guten Mikrofon. Bisher suchen wir aber vergebens. Ich habe da noch keins gefunden, was wirklich überzeugt und was gerade für Streamer oder so interessant wäre, um ihre Audience auch zu beschallen. Man muss aber auch dabei sagen, es ist allgemeiner Konsens, dass die Streamer und Content-Creator eigentlich immer irgendwie ein dickes, fettes Mikrofon vorm Gesicht haben, dann auch noch ein teures, dann kann man die Marke erkennen. Das hat sich so eingebürgert und lässt sich bisher auch nicht so ausschleifen.
Kommen wir auch jetzt einfach zum Fazit. Kurz und knapp zusammengefasst, das JBL Quantum macht, was es soll, und das macht es gut in der Preisklasse. Ich habe einen extrem guten, klaren Sound. Ich habe zum allerersten natürlich mal Active Noise Cancelling. Ob das jetzt so funktioniert, wie man das möchte, sei dahingestellt. Für eine höhere Ausgabe würde ich auch ein wahrscheinlich besseres Active Noise Cancelling kriegen. Ich fand das Active Noise Cancelling zum Beispiel in den Quantum TWS besser. Wir haben hier aber eine andere Kategorie. Also das Quantum TWS ist für draußen und für drin, und das 810er ist eigentlich nur für drin. Die Störgeräusche sollten daher weniger intensiv ausfallen. Die, die anfallen, werden aber nicht ganz eliminiert. Der Sound spielt, wie gesagt, in dieser Preisklasse extrem gut mit. Ich höre damit Musik, ich spiele damit meine Spiele, laute Stellen, leise Stellen. Ich nutze Surround Sound in Singleplayer Games oder auch mal den natürlichen Sound einfach in einem Spiel wie Tarkov. Und alles funktioniert so wunderbar. Die Auflösung der Speaker ist extrem gut. Ich kann mich da nicht beschweren. Und Unterschiede zwischen den einzelnen Headsets hört man echt nur, wenn man wie ein Bekloppter da sitzt, ob minutenlang immer wieder Kopfhörer aufsetzt und wieder absetzt. Dann mag man in der Lage sein, da direkt Unterschiede festzustellen. Wirklich schade ist, dass die App nicht kompatibel ist zum Headset, sonst könnte man es, wie gesagt, echt einfach unterwegs benutzen. Das ist nicht gegeben, und da mein Equalizer am Smartphone nicht kompatibel ist, sich direkt deaktiviert, ist das leider nicht so super. Dann, wie gesagt, das Mikrofon ist eher so lala, nichts Besonderes, nichts besonders Schlechtes, das könnt ihr selber entscheiden anhand der Testaufnahme. Dann schade, wie gesagt, dass ich die Steuerung der RGBs nicht unterwegs vornehmen kann, auch selber am Gerät nicht irgendwie drücken, dass sie ausgeht. Das ist schade. Zum Schluss kommen wir dann noch zur Akkulaufzeit. Kommen wir auf die versprochenen 30 Stunden? Nee, eher nicht. Das hat aber auch viele verschiedene Komponenten, die da reinspielen. Die RGB-Beleuchtung, die Lautstärke, die Anzahl der Verbindungen, die aufrechterhalten wird. Wie verbinde ich über Bluetooth, über den Dongle oder über Kabel, etc. Das ist natürlich normal. Wir kommen relativ nah an die 30 Stunden, aber 30 Stunden erreichen wir nicht. Was aber auch kein Problem ist, wie gesagt, kein Unterwegs-Headset. Ihr habt es zu Hause, ihr habt es mit beim Kumpel oder mit auf einem Turnier. Ihr habt euer USB-C-Ladekabel eh dabei, weil euer Handy hält nicht so lange wie der Akku im Headset. Ladet es schnell, ihr könnt es auch während der Nutzung laden. Mit diesen weisen Worten verabschiede ich euch dann auch für dieses Mal. Lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da. Schaut euch nochmal einen der Tests an, die ich euch in der Endcard verlinke, und sage bis bald.